Als nächstes spricht Katja von der Jugendorganisation Revolution. Nach wie vor verdienen Frauen weniger als Männer. Nichtsdestotrotz versucht die Regierung uns seit Jahren einzureden, dass es große Verbesserungen gegeben hat. Das ist eine Lüge. Sie verdienen Frauen nur 62% von einem Männergehalt. 2005 ist dieser Wert sogar noch auf 61% gesunken. Egal unter welcher Regierung, egal unter welcher Ministerin, egal mit welchen Versprechungen. Die Situation ist schlecht geblieben, die Situation hat sich sogar noch verschlechtert. Vor allem Frauen im Handel sind von den Verschlechterungen betroffen. Verlängerung der Ladenöffnungszeiten, Flexibilisierung der Arbeitszeit und prekäre Beschäftigungsverhältnisse. Diese Dinge treffen vor allem die Handelsangestellten, die meistens weiblich sind. Jede fünfte Frau arbeitet im Handel und ist direkt von diesen Angriffen betroffen. Noch dazu verdienen 70% der Handelsangestellten weniger als das durchschnittliche Mindesteinkommen. Schwangerschaften sind für die Betriebe ein wirtschaftlicher Verlust. Deshalb werden auch heute noch Frauen mit Fragen belästigt, ob sie vorhaben, in nächster Zeit ein Kind zu bekommen. Unternehmerinnen und Unternehmer, das ist unsere Privatsache und geht euch nichts an. Die Herrschaften versuchen mit zahlreichen Projekten, sich einen frauenfreundlichen Anstrich zu verpassen. Gender Mainstreaming, Hinschreibweise, geschlechtsneutrale Verkehrsschilder und ähnliches sollen in Wirklichkeit nur vom Nichtstun der Regierung ablenken. Das hierfür ausgegebene Geld sollte besser für Lohnerhöhungen und Kinderbetreuungsmöglichkeiten ausgegeben werden. Wenn all diese Probleme also nicht von einer Einzelperson oder einer speziellen Partei verursacht werden, muss es einen anderen Hintergrund für diese Benachteiligungen geben. Diese liegen im gesellschaftlichen System selbst. Die Politikerinnen und Politiker der Herrschaftspartei wollen und können das nicht zugeben. Sie profitieren selbst von diesem System. Dieses Privileg wollen sie nicht aufgeben. Die Politik dieser herrschenden Parteien ist deshalb eine Scheinpolitik und reinste Heuchelei. Hinter all diesen Verschlechterungen steht der Drang der Unternehmerinnen und Unternehmer, ihre Profite zu erhöhen. Wenn Stellen abgebaut werden, sind es meistens Frauen, die als erstes hinausgeworfen werden. Durch die Doppelbelastung sind Frauen auch immer mehr von Verschlechterungen betroffen als Männer. Denn neben dem Stress im Beruf müssen sie sich auch meistens noch um Familie und Kinder kümmern. Wir sehen also, Frauenunterdrückung ist und muss Teil des Kapitalismus sein. Diesen Angriff der Herrschenden stellen wir einen Widerstand von Frauen und Männern gegenüber. Wir lassen uns von dem Versuch, Männer gegen Frauen auszuspielen, nicht beeinflussen. Deshalb stehen wir heute auch gemeinsam da, Frauen und Männer, um zusammen gegen die Verschlechterungen, gegen Frauenunterdrückung und gegen Kapitalismus zu kämpfen.